sag ihm, er soll sich zusammenreißen und nicht so schreien. Melman, halt den Schnabel. Okay, Leute, wir müssen runter von dieser Insel, bevor wir alle den Verstand verlieren. Wir müssen Alex' Leuchtsignal reparieren und um Hilfe rufen. Hat da jemand was von einem Leuchtsignal gesagt? Da kann ich mich drum kümmern. Wirklich? Oh, Wilbur, ich könnte dich küssen, wenn ich mich heute nicht schon gewaschen hätte. Also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Na schön, dann bringen wir erst die schlechte hinter uns. Die schlechte Nachricht ist, dass das Leuchtsignal abgebrannt ist. Das wissen wir. Wir kommen nie von dieser Kannibaleninsel weg. Ganz ruhig, Melman. Sag uns die gute Nachricht. Naja, auf diesem Strand verstreut gibt es Teile, aus denen ihr ein neues Signal bauen könntet. Wenn ihr sie alle findet, werden euch ein paar Lemuren sicher bei der Montage helfen. Und Gloria, wie steht's mit dem Kuss? Wie wär's, wenn wir erst das Signal aufbauen? Besser geht es wirklich nicht. Das gehört mir. Warum holst du nicht mal deinen Freund Melman? Ziemlich hart da draußen, was? Kommst du klar? Alles wird gut. Alles wird gut. Melman, unsere Scouts haben ein wichtiges Teil des Leuchtsignals gefunden. Es liegt auf diesem Felsen dort und ich denke, du könntest den nötigen Grips haben, um es zu holen. Grips? Ich habe Grips? Oh nein, ich werde sterben! Nicht doch, Melman, reiß dich zusammen. Krebs bedeutet nur Verstand. Oh, puh. Also ich finde, dieses Wort klingt wirklich sehr unangenehm. Wie auch immer, der Plan sieht vor, dass du mit deinem langen Hals drei Lemuren auf den Felsen wirfst. Wenn sie oben sind, sollten sie dir das Signal besorgen können. Drück Aktion, um den Hals zu spannen und lass wieder los, um zu werfen. Einfach genial! Yes!
Beeilung, Melman. Du hast noch zwei vor dir. Vorsicht bei dem letzten. Das wird ein langer Wurf. Mami! Mami! Yes! Guter Wurf. Das wäre erledigt. Und jetzt nimm... Ich hab's! Ich hab's! Das stimmt nicht, Merman. Warte, ich weiß wieder. Alles. Vorsicht! Oh, yeah! Hab dich! Du willst kämpfen? Du musst irre sein. Nichts schlägt meine Technik. Dein Stil ist schwach und unentwickelt. Meine Schüler sind besser als du. Ist dieser lächerliche Akzent echt? Nein, natürlich nicht. Aber verlieren wirst du trotzdem. Nummer 1, besiege ihn. Was denn? Jetzt sind auch noch die Krokos böse auf mich? Achtung! In Acht. Ich bin keins von diesen braven Naturfilm-Zebras. Na, Nummer 1 war sowieso nichts. Nummer 2, übernimm du das. Leg dich nicht mit mir an, Mann. Sind auch noch die Krokos böse auf mich? Das ist... Oh, wie ich sehe, hast du meine Schüler besiegt. Deine Technik ist wohl doch nicht ganz so schwach. Nun, stell dich dem ultimativen Gegner. Deine Technik ist beeindruckend. Du hast mich besiegt. Halt dich!
Hey, Baby, alles klar? Nenn mich nicht Baby. Hey, Baby, ich habe ein kleines Problemchen mit diesen Krebsen. Na, klasse. Sie zwicken mich ständig und, ob du es glaubst oder nicht, meine Hufe sind nicht mehr so schnell wie früher. Vielleicht kannst du ja ein paar von ihnen platt machen. Wenn es mir hilft, ein Signalteil zu finden, spiele ich gern, hau den Lukas. Also, wenn du rechtzeitig genügend Krebse zermalmst, dann bekommst du ein Signalteil. Und ein bisschen exklusive Kuschelzeit mit mir, versteht sich. Niemanden mehr zwicken. Gut gemacht. Und jetzt reden wir über uns. Das nehme ich. Hallo, ich glaube, ein Teil des Leuchtsignals ist in diesen Kisten versteckt. Ich schlage vor, wir nutzen unsere natürliche Harmonie und arbeiten eng zusammen, um diese Kisten zu zertrümmern, bevor die Ebbe sie aufs Meer hinausträgt. Endlich mal was mit. Teamwork. Ich muss sagen, wir ergänzen einander großartig. Teamwork? Du hast nicht eine einzige Kiste geöffnet. Nein. Ich habe bestimmt ein paar. Oh, wenigstens habe ich noch ein Signalteil gefunden. Danke, wofür auch immer. So ist es richtig. Kommst du, Gloria? Übernimmst du mal? Ich brauche meinen Schönheitsschlag. Keine Sorge, Marty übernimmt den Fall. Sich in der Wildnis durchzuschlagen, ist wirklich nicht einfach. Hey, Zebra, diese Schildkröten ärgern mich. Sie stoßen ständig das Obst aus meinem Baum. Ich habe sie gebeten, es sein zu lassen, aber das schien sie nur aufzuregen. Kannst du das für mich in Ordnung bringen?
Kein Problem. Diese Kröten werden dich und dein Obst nie wieder belästigen. Ich mache ihnen einfach ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Oh, das ist toll. Vielen Dank. Sag mal, du hast schon vor, sie zu treten, oder? Richtig. Autschi! Ihr steht vor einem ebenbürtigen Gegner. Besser gesagt, vor eurem Meister. Eure Panzer sind einfach fast zum... Was ist nur aus den langsamen, netten Schildkröten geworden? Ihr steht vor einem ebenbürtigen Gegner. Besser gesagt, vor eurem Meister. Eure Panzer sind... Autschi! Was ist nur aus den langsamen, netten Schildkröten geworden? Du hast es geschafft! Die Schildkröten haben ganz schön gestaunt. Hier, nimm dieses Signalteil mit. Ich bleibe hier und fresse eine Weile, okay? Ja, Gloria. Ich glaube, wir haben da noch einen Kuss zu besprechen. Oh ja, spitz die Lippen, Augen zu und den Kuss bekommst nur du. Psst, Merman, mach du das. Kommt nicht in Frage. Wer weiß, wo die Schnauze gewesen ist. Stell dir vor, er wäre eine große Erdnuss. Dann hast du auch was gut bei mir. Das war ein Kuss. Pfui. Ich sehe es sogar mit geschlossenen Augen. Ich auch. Naja, es ist vorbei. Also warten wir einfach hier und... Marty, alles in Ordnung? Ich kann einfach nicht ohne Alex weg. Aber Marty, er wollte dich fressen. Das hatte ich wohl verdient, weil ich uns alle da reingeritten habe. Und ich lass mir 1000 Mal in den Hintern beißen, wenn ich dadurch meinen Freund rette. Sagen wir 100 Mal. Ein 1000 Mal. 3 Mal. Bleibt ihr hier und haltet die Augen offen. Ich gehe Alex suchen. Du hast doch keine Ahnung, wo er sein könnte. Ich besorg mir Hilfe. Bis dann!